Die Triple Bottom Line. Du. Triple Bottom Line wird vielleicht der eine oder andere kennen. Und auch das ist ein altes Konzept. Also wir sprechen hier von 1994, meine ich. Und was gemeint ist, ist da mit, also wenn Unternehmen jetzt selber nachschauen, okay, wie war denn jetzt das Jahr, dann stellen sie einen Jahresabschluss auf, da ist dann eine Bilanz drin und ein Lagebericht drin und dann ist auch irgendwie eine Gewinn- und Verlustrechnung drin. Und am Ende zieht man einen Strich, die Bottomline, und dann weiß man, wo steht man. Und das ist üblicherweise eine Zahl, die dann irgendwie Geldäquivalent irgendwie zum Ziel hat. Das kann dann irgendwie etwas sein wie ein Umsatz, wie ein Gewinn. Das könnte auch eine beliebige andere Zahl sein, je nachdem, wo man sagt, okay, in diese Richtung, so wollen wir unseren Erfolg messen. Das ist für uns halt eben besonders wichtig. Und in der Regel hat das dann irgendwas zu tun mit, okay, das ist halt irgendwie eine Art von Verzinsung auf eingesetztes Kapital, also irgendeine Form von Rendite, die erwirtschaftet worden ist. Das ist eine Bottomline. Und dann kam man irgendwann auf die Idee und hat gesagt, wisst ihr was? Eigentlich ist das doch nicht alles. Eigentlich bräuchten wir noch weitere Maßstäbe, um den Erfolg von wirtschaftlichem Handeln zu messen, oder? Und so kam man auf die Triple Bottom Line, dass man gesagt hat, eigentlich geht es ja um Profit und es geht um den Planet und es geht um People. Und das müssen wir uns auch angucken. Und dann eben gesagt, okay, dann lass uns doch mal nach Umweltkennzahlen, Umwelteinfluss eben schauen. Und wir schauen dann eben auch nach Personaleinfluss. Da gab es dann auch so Personalberichte. Und dann gab es bei produzierenden Unternehmen häufiger auch so Umweltberichte und so weiter. Und am Ende konnte man das dann hinstellen. Das Ding ist, das ist auf zwei Arten wichtig. Nämlich das eine ist, am Ende ist für den Investor derjenige, der die ganze Scheiße bezahlt. So, ne? Also derjenige, der am Ende den Profit bekommt aus dem eingesetzten Kapital. So, für den ist vor allem diese Rendite wichtig. Wenn du People ganz hoch hast und Planet ganz hoch und Profit minus 50 ist, dann wird es da Fragen geben. Und das macht er ein paar Mal mit. So, und dann irgendwann wird er sagen, bin ich nicht so gut. So, das heißt also, am Ende geht es auch immer irgendwie um die Knete und in der Regel geht es da hauptsächlich drum. Und wenn das eine zu Lasten des anderen geht, dann siehst du auch genau, was dann hier wichtig ist. Und das ist leider ein Problem, dass viele Leute glauben, sie haben jetzt dieses Modell gefressen und irgendwie auch im Unternehmen haben dann auch wirklich lange auf die Art auch damit geworben, dass sie sagen, ja, People, Planet, Profit, bla und Triple Bottom Line und so. Es gab sogar eine Triple Bottom Line Berichte und so weiter, haben das ganz groß ausgebaut. Und haben damit die mehr erzeugt, jawohl, wir haben verstanden, uns sind auch die anderen Sachen wichtig. Aber drauf geschissen. Wichtig ist tatsächlich erstmal dieser Finanzquatsch. Der andere Kram ist dann auch wichtig, aber erst, wenn du your shit together hast mit diesem Finanzkram. Und wenn du dann eine Kalkülabwägung machst, ist am Ende auch Profit in der Regel immer am wichtigsten. Und das ist halt eben auch das Problem. Und jeder andere, der versucht, was anderes herbeizulügen mit diesem Modell, will nämlich genau das lügen. Und das Problem ist auch dabei, dass es auch heute immer wieder Leute gibt, die sich dann so seit 3 Jahren, seit 5 Jahren, seit 6 Jahren damit beschäftigen oder auch erst seit 6 Monaten und dann auf einmal auf die Sache gestoßen sind und sagen so, weißt du was, ich habe hier mal, das ist so eine tolle Idee. Das ist doch eine tolle Idee. Und die das dann erzählen, dass das jetzt irgendwie so, das ist jetzt die Lösung. So, man muss ja nur das machen. Und dann finden sie auf der anderen Seite auch einen Partner, der sagt, so stimmt, du hast recht und das machen wir jetzt auch so und so weiter und lassen sich dann damit einwickeln. Das bedeutet, sie gehen dann wieder zurück zu einem Debattenzustand, den wir in den 90ern hatten. Weil dieses Modell wurde natürlich auch weiterentwickelt. Und wenn das weiterentwickelt ist, dann haben wir das Linke hier, nämlich soziales Ökologie Wirtschaft. Und Soziales muss man als Gesellschaft lesen, nicht als sozial. So. So, und da sind wir bei Environmental, Social und eben Wirtschaft, Governance oder Profit. So, ne? Also, dass man gesagt hat, die Sachen sollten möglichst gleichwertig sein. Das ist also dann etwas so, dass man versucht, das von der Akteursebene des Unternehmens aufzuheben in Richtung eines Wirtschaftsprinzips. Das ist das, was du heute, as it is, so lesen kannst bei der FDP. Die sagen genau das. Sie sagen so, Wirtschaft muss ökologisch sozial organisiert sein. So, und verlügen dabei so dieses, dass im Zweifel die anderen beiden Sachen dafür Kapeister gehen können. So, ne? Also ökologisch sozial organisiert ist im Zweifel immer nur Wirtschaft organisiert und das andere soll bitte auch ein bisschen mit betrachtet sein. Und das muss man dann aber auch in dieser Deutlichkeit sagen. Denn, und hier kommen wir jetzt an den Punkt, wenn wir uns nämlich jetzt das Modell auf der anderen Seite angucken, das ist richtig eingefasst, weil da ist nämlich genau der Punkt, dass man eben sagt, okay, Wirtschaft operiert und soll auch gerne Profite machen, aber es muss halt eingefasst sein in einem Modell von Gesellschaft, wo es ein Teil davon ist und nicht umgekehrt. Und eingefasst ist das innerhalb der planetaren Grenzen.
Und mit diesem einfachen gedanklichen Modell kommt man zu anderen Ergebnissen. Nur das eine bedeutet halt, die Gesellschaft soll der Wirtschaft dienen, und das andere ist halt, die Wirtschaft soll der Gesellschaft dienen. Und das sind unterschiedliche Grundprinzipien. So, und das haben wir eben auch in den gerade eben zitierten Statements und Wortspenden von diesen ganzen komischen Akteuren, dass sie dir immer dieses Bild verkaufen wollen, und all die Leute, die vom grünen Wachstum faseln, auch häufig an das Linke denken und nicht an das Rechte. Dabei ist das Rechte eigentlich das, worüber wir viel mehr reden müssen, und da kommt man zu anderen Entscheidungen. Da kommt auch der politische Akteur zu anderen Rahmensetzungen, um das möglich zu machen. Weil natürlich organisieren sich die Akteure auf einem freien, ungeregelten Markt nicht so, sondern die, wie wir ja gerade eben gelernt haben, renditeorientiert organisieren das so, dass für sich selber das am ehesten passt, so, und der Rest kann dann irgendwie gucken, wie es dann läuft. So. Na, wenn du das rechte Modell ernst nimmst, dann kommst du zu seinem Punkt, dass du sagst, Externalitäten, also Naturverbrauch, soll etwas kosten. Das hast du im linken Modell aber nicht. Nicht zwangsläufig so. Ne? Also, was ich sagen will, ist, das ist ein ganz einfaches Ding, Trippenbottomline, super alt. So. Und immer wenn irgendeiner kommt von wegen so, ja, das muss halt irgendwie auch beachtet werden, und super viele Unternehmen wollen das ja, dann sind die auf Firmenpropaganda hereingefallen oder wollen dich in eine einwickeln. Das, worum es eigentlich geht, ist hier das Rechte, was abgebildet ist. Ja. Und wir befinden uns ja wirklich an dieser Kurve. Also ich würde tatsächlich, es gibt ja quasi dieses Narrativ zu sagen, der Kapitalismus hat einen gewissen Fortschritt gebracht. Er hat sozusagen dafür gesorgt, dass Technologien oder vielleicht trotz Kapitalismus sind Technologien entstanden. So könnte man auch mal versuchen zu argumentieren. Weil ich sag mal, die großen Erfindungen, die großen Fortschritte waren ja zum Teil, im Großteil staatlich finanziert. Also aus der Gesellschaft heraus vergesellschaftete Forschung, die uns das Internet gebracht hat. Militär, muss man sagen, war so die Ursprungsquelle, aber halt staatlich finanziert. So, die ganze Raumfahrt und so weiter, wahrscheinlich im Bereich Agrar und so weiter. Also all das, was wirklich handfest an Universitäten, Forschungseinrichtungen, das ist ja alles vergesellschaftet. Und deswegen ist so die eine Mehr ja immer so, ja, freie Wirtschaft und Unternehmen erzeugen Innovationen, das ist einfach Quatsch. Also ja, das mag im Kleinen sein, aber was sie halt in erster Linie tun, ist sehr viel Kapital aufwenden, um fertige Forschung aufzukaufen und zu monetarisieren. Und das ist was ganz anderes, wie zu sagen, die Unternehmen investieren Unsummen in Forschung und Entwicklung. Das tun sie natürlich nicht, weil das Risiko wäre wieder viel zu hoch und damit auch die Aussichten auf Rendite sehr, sehr klein. Das heißt, man muss wirklich diese Logik, die Systemlogik einmal begriffen haben, worum es bei Unternehmen letztlich geht. Immer auf Profitmaximierung. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn so eine Systemlogik ist. Nur muss man damit halt umgehen können, Ja. wenn sie eben das Soziale und das Ökologische gefährden. Und wie Jens richtig sagte, ursprünglich war Wirtschaft mal dazu da, unsere Reproduktion abzusichern. Also warum haben wir angefangen zu wirtschaften? Weil wir ja abhängig waren von der Ökologie. Und auch ein Stück von dem Sozialen. Also wir wollten vorsorgen, sozusagen, gegen schlechtes Wetter. Wir mussten ja umgehen mit den unterschiedlichen Jahreszeiten, mit den Erntenzyklen und so weiter. Und so haben wir überhaupt angefangen, Wirtschaft zu entwickeln, damit wir unseren Stamm, unser Volk, was auch immer, unseren Staat letztendlich weiterführen können. Und irgendwann ist das jetzt gekippt, dass man eher an der Art des Wirtschaften festhält, die offensichtlich dazu führt, dass die Reproduktion wieder gefährdet wird. Und wir schützen jetzt eher diese Wirtschaftsform als das, wo es im Ursprung eigentlich mal drum ging. Und das ist wirklich erschütternd eigentlich und ziemlich, ziemlich dumm, muss ich sagen. Aber es sind ja immer die gleichen Akteure, die sich dafür lautstark einsetzen. Und das sind die, die halt von diesem System profitiert haben und immer noch profitieren oder glauben davon zu profitieren. Und die alles andere sozusagen ausblenden oder in weiter Ferne sehen. Und ja, wir haben ja ausführlich, glaube ich, in Episode 3 oder 2, ich weiß gar nicht mehr, wo wir darüber gesprochen haben, warum tut sich so wenig? Es ist ja eine Kombination aus Interessen, Unwissenheit, Ideologie und so weiter.
Ja, und da haben wir über das gute Leben noch gar nicht gesprochen, ne? Also du hast gerade eben gesagt, von wegen so, wir müssen halt irgendwie die Voraussetzung schaffen, dass irgendwie kommende Generationen überhaupt noch überleben. Und sie könnten sogar auch noch besser überleben, wenn das System ein bisschen anders funktionieren würde. So, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, wir geben uns da auch vielen Illusionen hin, auch weil wir hier noch immer so ein bisschen im Lummerland sind, im Gegensatz zum Rest der Welt, dass in den meisten Länder doch noch viel größere Disparitäten haben. Zu diesem Thema von wegen so, ja, Unternehmen schaffen ja die großen Innovationen, ja, das ist vor allen Dingen ein Steuerthema. 1998 war das nämlich eine der Argumente, warum man gesagt hat, wir fangen jetzt an, Unternehmenssteuern zu senken. Man hat gesagt, internationaler Wettbewerb, was gelogen war. Und die nächste Lüge war dann zu sagen, ja, dieses ganze Geld, was wir ja quasi denen dann jetzt ja nicht wegnehmen als Gesellschaft, da stecken die in Innovation und dadurch entstehen dann Arbeitsplätze. Und auch das war gelogen. Am Ende sind dadurch nur die Kapitalerträge so gestiegen, Löhne so und Innovationsquote ist quasi so verlaufen. Also jeder, der sich ernsthaft mit den Zahlen auseinandersetzt, weiß, das ist im Prinzip dieses Argument von wegen, wenn wir jetzt irgendwie Unternehmenssteuern erhöhen, dann schränkt das total die Wettbewerbsfähigkeit ein, ist eigentlich ziemlicher Blödsinn. So, also du würdest trotzdem dein Geschäftsmodell immer noch weiterlaufen lassen, hättest ein bisschen weniger Rendite, schichtest ein bisschen um und verzichtest ja nicht auf das Geschäft. So, also das ist eigentlich mehrfach hinterlegt, aber dadurch, dass wir halt irgendwie auch so wenig Diskurs haben und so weiter und auch wenig Expertise und auch ziemlich miesen Wirtschaftsjournalismus so. Also es gibt da halt Schlaglichter, aber in den meisten Fällen ist das halt eben auch etwas, was eher so Narrative bedient, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Da kommt dann eben so ein Blödsinn bei raus. Und das ist eben systemerhaltend. Also ich erwähne das deswegen nicht, weil ich das so gerne erzähle, sondern weil das ein Teil ist, wie der System erhalten wird, weil wir nicht darüber reden, so. Weil wenn wir drüber reden, reden die Leute drüber, die genau halt irgendwie uns diese Geschichten erzählen, die aber, tja, tatsächlich keinen wirklichen Niederschlag haben. Sondern das hatten wir auch, glaube ich, auch in der zweiten Sendung. Egal, ich würde jetzt mal weitermachen. Genau. Noch ein aus dem Chat, Bitte. Baylor Funk. Wir schützen in erster Linie keine Wirtschaftsform, sondern bestehende Machtstrukturen. Da würde ich sagen, dass diese Wirtschaftsform zugleich eine Form ist, die die bestehende Machtstruktur natürlich schützt und aufrechterhält. Also das eine bedingt natürlich das andere. Das heißt, diese jetzige Form der Wirtschaft belohnt ja, ich sage ja immer so schön, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das ist das Grundprinzip dieser Wirtschaftsform. Also wer viel hat, dem wird viel gegeben. Wer nichts hat, dem wird viel genommen. So ungefähr. Und dadurch zementiert sich natürlich Machtstrukturen und Machtasymmetrie, weil wir alle wissen, Kapital ist gleich Macht. So, und das darauf beruht diese Wirtschaftsform, nämlich Akkumulation von Kapital. Das ist so. Ja. So, ich mache mal weiter. Und das nächste Thema ist Ökobilanz.